Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Arma 3 Altes Life. Ja, wir sind gerade hier an der Cannabis-Plantage. Werden hier mal ein bisschen unsere Hurons vollklatschen, denn wir werden dann das ganze Zeug Mach die Hex aus. schön verarbeiten und ja, Cannabis, Marihuana draus machen. Und ja, dann werden wir das dann schön in einem Haus in der Nähe vom Kavala Marktplatz einlagern, damit wir es dann immer schön auf dem Marktplatz kiffen können. Ach so, ich habe ja den gestern aus dem Auto rausgekriegt. Ich muss mir die ganzen Scheine neu kaufen, lol. Ja, das musste ich jetzt auch schon mehrfach machen. Was? Rausschießen? Nee, alle Führerscheine neu kaufen, deswegen. Ich erinnere mich nur an Alufolie oder den einen Fuzzi, der da auf uns geschossen hat. Was sind das nur für Geräusche? Das sind nervige Brüder, die hier rumstehen und quatschen. Schmeißt du da raus? Ah, so geht's bei Klassik zu Hause ab. Ich hab den gleich einen Bann, Junge. Also den alten hier im Haus. Einmal nur den Schlüssel von ihm wegnehmen. Ein Global Ben, ne? Wahrscheinlich. Ach, der Dr. Ben Dömmicher ist online. Wo seid denn ihr gerade? Was fahren Sie denn eigentlich? Hero? Oder was macht ihr? Cannabis. 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 Damit wir schön am Marktplatz kiffen können. Ich habe schon Kiffi, Kiffi, mach ich, mach Weihnachtsfrucht in meinem Haus. Ey, soll ich auch mit meinem Huron vorbeikommen? Theoretisch ja. Praktisch nein. Ich komm ihr zurück, könnt die nächste, zurück. Ihr könnt ja die, ihr beide könnt ja dann die nächste Tour machen und. Ich will einlagern. Lass mal das Haus, lass mal versuchen, mein Haus mit, also die 2000 Platz komplett voll zu machen. Da fehlen nur noch 1000. Ja. 1200. Jetzt fliegt der einfach schon los. Ja, ich will den Dach, ich will den. Das ist aber mein Platz. Ich rotate dich da runter. Also was lernen, liebe Leute, den Huron, wenn man den auspackt, immer gleich versichern. Ja, das habe ich sowieso gemacht. Ich muss nicht. Ach, ja, Tatsache. Wie fährt ein Huron los? Du hast 50.000 bezahlt, um das Fahrzeug zu versichern. Also die 50.000 sind dann aber auch gut angelegt. Ja, aber wirklich, du. Vor allem, wenn dann die Polizei kommt und wieder mit ihren EMPs einen dann vom Himmel holt. Ich hoffe, wir bekommen bei der Arse auch so, dass ich die Garage wieder voll machen kann. Weil dann machen wir die Garage wieder voll mit Ruhe und dann haben wir wieder alle kostenlos. Mal schauen. Ich hoffe, wir bekommen die Ruhe. Wäre schon cool. Als Einsatztrupp alle in den Huron rein, einer fliegt, wir werden dann. Und jetzt den damaligen Truppentransport ausverwandeln. Nein, gut. Hab ich gesagt. Nee, das hab ich. Mal so viele Helis brauchen wir ja eigentlich bei der AWA gar nicht, aber ich fände, der Huron wäre schon richtig geil. Du kannst halt den rausschießen bei einer Verfolgung oder so, kannst du ihn rausschießen. Ja. Hellcat wäre nicht schlecht. Ein Hummingbird, gut, kann man auch den zivilen Standard quasi nehmen. Ist jetzt nicht so wichtig. Aber wäre auch nicht schlecht, ein Ja. Hummingbird. Ich sag mal, ein Orca und Ghost Hawk brauchen wir nicht unbedingt, finde Den Ghost ich. Hawk bekommen wir nicht. Ja, ich fänd ich auch ein bisschen übertrieben. Ja. Der Blitz hat mich ja voll getroffen, ne? Der Blitz soll dich beim Scheißen treffen. Nee, der hat mich getroffen, wo ich geflogen bin. Mich vor den Hummingbird. Oh. Dann holt er jetzt bestimmt wieder einen neuen raus, damit er wieder EMPs benutzen ja, kann. Genau. Ja. Weil er gerade gesehen hat, dass ich richten kann, dann ist er weg. Aber das kann ja dann der liebe Herr Edmund auch sehen. Dass der das öfters macht. Sollte wenigstens so lange warten, bis wir bei der Art ist und keine Drogen mehr machen dürfen. Ich finde den EMP generell total bescheuert, ganz ehrlich.
Checkpoint! Der klaut mir einfach meinen Landeplatz. Gott, hat jemand einen Kick mit uns für zu lange AFK. Ernsthaft? Ja. Soll ich jetzt rechts landen oder vorne? Also aus dem Busch da, wo ich jetzt hingucke, siehst du das? Mhm. Da kam jetzt mal welche raus und hab ich erschossen. Ohne Ankündigung. Das ist toll. Ach komm, ich land einfach hier, scheiß drauf. Wer ist von euch noch an der Arbeit? Am Feld? Gar keiner. Doch, du wirst mir noch am Feld angezeigt. Ja, der desinkt manchmal ein bisschen. Ich desinge. Auch eben, als wir losgeflogen sind, dachte ich, what the fuck? Der stand noch bei mir auf der Stelle. Auf einmal war er in der Luft. Desinkte nach vorne, desinkte nach hinten, desinkte nach vorne, desinkte nach hinten. Und so ging das die ganze Zeit. Wir haben dir das Geilste eh noch nicht erzählt. Dennis und ich haben gestern ein bisschen Cash gemacht. Ja, weiß ich schon. Ach, hat er dir schon erzählt? Ja, ja, hab ich ihm schon erzählt. Mit dem ADAC fand ich so geil, ey. Alter, diese Stimme von dem kleinen Typen, ne? Ja, aber wir haben es ja RP-mäßig richtig geil hingelehnt. Haben ja Dennis und Rick auch gesagt, boah, habt ihr richtig geil gemacht. Ja. Wenn wir nochmal Hilfe brauchen, dann fragen wir euch. Ich sag, 500.000. Eben, vor allem, es hat ja auch eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht, muss man ja auch dazu sagen. Super Arsch. Wir haben noch gesagt, um das richtig real zu machen, hat sich der Dennis hinter mein Auto gesetzt, auf vorne an die Motorhaube und hat eine gekifft und haben gesagt, das brennt. Und der ADAC dann so einen Kreis nach hinten zu kiffen. Was denn? So riecht noch wie Hinde. Was, Klassik? Lol. ADAC. Hä? Mitgliedschaft. Springst du gerade irgendwie falsch um, Jan, oder so? Hä? Wieso? Der steht eigentlich auf dem, auf der Cannabis-Verarbeitung. Der macht diese Fallschirm-Animation mit allen Vieren weggestreckt. Macht er gerade bei mir auf dem Boden. Ich schick dir mal ein Bild über WhatsApp. Lol. What the fuck? Was hast du denn für ein Ping? Eigentlich ein ganz normalen. Und keine DC. What the fuck, Alter? Aber ich glaube, es liegt daran, dass hier gerade bei uns gebaut wird. Kriegt der endlich Glasfaser oder wie? AB schon. Du Dreckschwein. Ihr habt Glasfaser? Bambe, ne? Und trotzdem schmiert dem das Internet immer ab. Haben wir nicht. Das wäre echt zu dir mal zum Hochland gekommen. Ja, wäre ein bisschen weit die Fahrt, ne? Ja, bei mir dauert das ein Video 8 Stunden oder so. Ja, aber oft in der Zeit. Ja, gut, da könntest du so gerade bei Klassik ankommen, ne? Aber mit Videos hochladen geht eigentlich schnell bei mir. Wenn man denn mal welche hochlädt, ne? Nico? Ja, ich muss mal. Ich muss mal anfangen, ne? Ja. Das müsstet ihr mal beide. La 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 la. Ich lade hoch, immer ständig. Aha. Auf deinem www.youtube.com/user/stopp. Hat gar nichts mit meinem Namen zu tun. Erdbeerkäfer? Nee, den Namen kennt keiner. Das möchte ich. Der ist wahrscheinlich Jan alias Classic alias Stoffkut. Alias .0. Punkt, stimmt. Genau. 0,0, da war ja noch was. Ach Gott, ich habe mit Jonas heute schon wieder Battlefield 4 gezockt, das wollte ich dir erzählen. Und Jonas wieder, ja, er hat ja wieder seine besten Sniper und die packt jetzt aus und so. Und dann hatte ich diesen Top-Helikopter, ne? Mhm. Weißt du, was ich meine, ne? Mhm. Der nicht schießen kann als Fahrer. Und Jonas, ja, lass mich doch auch mal fliegen und so. Leute, mir ist gerade ein Blitz eingekracht, ja. Ja, ja, der hat von fast mein Heli getroffen, Alter. Der Blitz soll dich beim Scheißen treffen. Tja, so ist das. Wie machen wir das denn? Landen wir alle am Dingsplatz und ich hol schnell den LKW, oder? Weiß ich nicht. Oder ist das nicht auffällig? Ach, laden wir alles bei dir ein, oder wie? Weiß ich nicht, wenn ihr wollt. Ich wollte meinen Huren bei mir reinhauen. Ja klar, kannst du doch. Aber wir können ja helfen, ich kann dir noch ein bisschen.
bisschen was mitbringen. Ich wollte ja bloß, dass unsere Kifferstube voll wird. Guilford hat ja schon die Schlüssel fürs Haus und fehlt halt nur noch du. Da können wir unser neues Partyhotel machen. Ja. Weil die Preise zum Verkaufen sind gerade eh bei 3000 und so. Naja, kannst du eh vergessen momentan. Alonso. Du müsstest mal die Schlüssel, dem Micha geben, dem Vendover. Der raucht ja alles leer. Aufbewahrungshäuschen. Ja. Mach ich mal. Wäre bestimmt geil, das Roleplay. Hast du gerade geschossen? Hast du Schüsse gehört? Ja. Ach, Klassik. Ich sehe, dass du dünne Waffe gerade auf den Rücken gelegt hast. Hab ich nicht. Ja. Ich sehe dich durch das Fenster. Fenster. Ja, da oben steht so ein komischer Vogel. Mit Sonnenbrille. Deine Füße gucken gerade durch die Decke durch. Nicht, dass du dann noch durchbackst. Hälfte vom Huron ist voll, sehr gut. Auf jeden Fall kriege ich dann ein Lachflash. Auf was muss ich drücken, um aus dem Koffer was zu nehmen? Alter, lass ihm das drücken. Schreibt mal ja, alle. Schreibt mal ja. Okay. Schreibt ihr ja? Bin ich dumm? Wirklich? Aber fragt vorher wirklich? Oh Gott. Oh, die sind alle. Alle ein bisschen doof. Spielverderberisch. Ja, vor allem, weil Windows T ist auch falsch. Der braucht nur T drücken. Ja. Was, nur T? Ja, klar. Ja. Ich krieg immer Windows T. Oder nur Windows T. Jo, wahrscheinlich. Ich nicht. Das Gute ist, der Klassik ist über mir, das heißt, der Blitz schlägt wenn bei ihm ein. Ich hoffe, wir werden überfallen, weil erst wirst du überfallen, dann nicht. Kann doch abhauen. Ach Quatsch, die schießen dich erst runter. 3, 4 on me. Ja, glaube ich auch. Ich markiere mir mal schon mal den zivilen Landeplatz wieder. Jan, Boss Paul und die gesamte Gang wurde gebannt. Okay. Boah, geil. Ja. Oder nur der Boss Paul wurde gebannt. Was? Genau, wiederholen nochmal. Fakt. Und die Channel unten im TS sind auch alle weg. Ne, die waren ja gestern schon weg, ne? Die waren ja gestern schon weg, ja. Ja, da scheint. Mich hat uns beiden ja gestern erzählt, dass Boss Paul gebannt wurde. Boss Paul? Mhm. Boss Paul, ja. Ich sag immer Boss Paul, keine Ahnung warum. Joey Hart. Vor allem. Wie weit? Bin beim letzten. Jo. Ich will, lass mal heute. China braucht mal China Center. Ich will mal mit irgendeinem sprechen heute, der unsere Channel schon machen kann, dass wir uns da für eine schöne Reise setzen können, wie man hier in diesem scheiß Divi-Channel wird. Jo, passiert, ne? Es gibt unfaire Sachen auf dieser Welt. Vor allem ist ja nicht so, dass wir noch einen TS haben. Ja, also wenn wir hier schon Channel bekommen, ne? Ja, aber ich meine, wenn wir hier Dings haben, dann ist es glaube ich auch besser, wenn wir hier im TS sind, weil ja, klar. Wenn dann irgendeiner was will, dann muss der, sind wir nicht im DMTS. Ja, eben. Ist auch vernünftig, wenn wir irgendeinen schützen sollen bei einer Loot-Tour oder so, dass wir den dann bei uns in den Channel reinholen. Oder zumindest für eine Gruppe. Wenig. Ich glaube zum Absprechen wäre glaube ich am besten wirklich den dann jeweils in den Channel zu machen. Da kommen wir ja irgendwie ja. Im Einsatz oder so machen als Channel ein, keine Ahnung, irgendwie sowas. Richtig. Halt. Sicherheit, Sicherheit oder so. Und ich würde halt machen, dass wir alle passwortgeschützte Channel haben oder so. Dass ja, das ja. Keiner rein kann. Aber dass wir einen so bewerten. Genau. Dass die halt reingehen können. Aufnahme, Antrag, Aufnahme oder so zum Beispiel. Auftragsannahme, Rezession. Genau.
aber man da auch nicht mit sprechen kann, sondern wir den dann irgendwo hin. Aber das liegt doch alles weiter fern. Genau. Nein, Scherz, muss vor der eine muss online kommen, den ich jetzt mal mit der Pasta. Der Techno. Wir können ja auch fragen, ob das so machen kann, dass wenn einer die, wenn einer diesen Rezensionschannel in den Marengi dafür angestupst werden, wie bei den Supportern. Ja, scheiße, zwei Kopf am Bart. Oh. Das eine ist der Noel, der und das andere ist der Toto. Stimmt, der Toto hat uns getrennt. Toto hat getrennt. Also wie gesagt, der eine Kopf müsste der Noel voll sein. Ach, am Zoll Kabbala ist ein Überfall. Lol. Well. Achtung, Überfall, Achtung. Ach nee, die Tankstelle wurde ausgeraubt. Ah, okay. Ach, die D2S Base gibt's aber noch. Eben, das verwundert mich. Da können die doch da auch machen. Das habe ich den Dennis auch schon gefragt. Oder wie gesagt, was du halt gesagt hast, da bei dem ADAC. Richtig, das wäre natürlich optimal. Alter, fragt er jetzt ernsthaft alles nach? Ich glaube, da kommt ein Kopf, kann das sein? Ja, ja. Wohin? Zum Heli-Landeplatz. Ach, okay, ich dachte schon, das ist zur Verarbeitung. Ah. Ich flieg zu unseren Häusern. Dann lade ich da an den LKW ein. Ist auch geil, man fliegt fast 300 Meter über dem Polizeigelände und dann steht Polizeigebiet, verlassen Sie sofort das Grundstück. Ja, könnte es doch gefährlich werden, 300 Meter. Ja klar, also wenn du da was lüftest. Du könntest Bomben rauskriegen lassen. Natürlich. Oder du könntest ja eben gehen, ach stimmt, dann können wir jetzt sagst du Nader Stadion. Ich will noch nie eben von irgendjemand anders EMP. Ich wurde immer nur Rescore. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie einen anderen Hummingbird fliegen gesehen. Außer Rescore? Ja, eben. Ja, und einmal Dimitri, also Zufall. Aber da war gerade noch jemand drin. War da, der uns hinterhergeflogen bei der Hochtour. Ach nee, das war zweiter gestimmt. Rescore war ja doch da. Ja. Ja, eben, das waren zwei EMPs. Okay. Die wurde von ADAC. VDM wahrscheinlich. Ja, ja. 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 Wunderbar. Ja, schade, dass wir jetzt die Drogen nicht im Haus einlagern können direkt. Doch. Naja, müssen wir sie halt zwischenlagern und direkt noch eine Tour danach machen. Ist ja nicht schlimm. Und der B2-Jäger, wie kann man da fahren? Ja. Dann mache ich aber erstmal das Haus, wo ich jetzt hinfliege, voll und fahre dann mit dem LKW, weil das wäre ein bisschen zu weit weg jedes Mal. Also ich bin jetzt bei der Messverarbeitung bei unseren Häusern. Welche Häuser meinst du? Ich habe ja noch woanders ein Haus. Ja, ja. Und ich weiß sogar wo. Ja, ich auch. Aber ich mache es jetzt hier bei der Messverarbeitung. So Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen Cut. Ich werde jetzt erstmal die Drogen einlagern und ja, mal schauen. Ich denke mal, wir werden jetzt nochmal mindestens einen Huron voll klatschen mit Drogen und ja, mal gucken. Ich weiß es jetzt noch nicht und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein!